Hallo Leute, ich bin's Nicole von So Abnehmen. Und heute wollte ich mal was unheimlich Motivierendes mit euch teilen. Und zwar hat mir eine unserer Zuschauerinnen geschrieben, die Kathi. Und die hat mir oder uns ihre Geschichte geschrieben. Und sie hat auch gesagt, ich darf die auf dem Blog und auf dem Kanal mit euch teilen. Ja, ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Wenn ihr das hört, also da hat man einfach das Gefühl, man kann alles schaffen, weil sie hat so viel erreicht und ist schon so weit gekommen, trotz so vieler Rückschläge. Ja, also ich lese jetzt einfach mal vor. Die Veränderung meines Lebens. Hallo, ich bin Kathi und momentan wiege ich 109,4 Kilo. Das hört sich gewichtsmäßig noch sehr viel und total mobbelig an. Ja, das bin ich auch. Aber ich habe meine eigene Abnehmgeschichte, weil ich selbst wog damals 240 Kilo. Es ist viel in meinem Leben passiert, was mich unglücklich und schwer einsam machte, wo ich selbst unzufrieden war und ich die Welt um mich herum einfach nicht mehr verstand. Alles, was mir mal wichtig war, existierte in dieser Welt nicht mehr. Ich habe als Ersatz alles Essbare gegessen, beziehungsweise eher verschlungen, gefuttert von morgens bis abends, ohne Halt und ohne Bewegung. Dann kam aber dieser eine Tag, an dem ich mich selbst wachgerüttelt habe. Was wirklich nicht einfach war, weil ich mir als Mensch selbst seelisch wehgetan habe. Meinen Körper tat ich ja schon vorher weh. Er musste alles ertragen, das ganze Gewicht auf den Knien und was meine Füße alles tragen mussten. Ich ging in einen Möbel-Second-Hand-Laden und kaufte mir nach langer Zeit wieder einen Spiegel. Das Ziel war, sich mit mir auseinanderzusetzen, das Übel selbst zu sehen. Auf eine Waage passte ich ja nicht mehr, da normale Personenwagen nur bis 150 Kilo gehen. Nur wo war mein Weg? Wie konnte ich diesen Weg gehen? Mit welcher Hilfe? Und vor allem, dieses Wie stand im Raum. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in eine Buchhandlung ging und mir ein Weight Watchers Buch ausgesucht habe. Als ich an der Kasse stand, sagte die Verkäuferin, ob das was bringt, wie sie ausschauen? Da habe ich sehr übel geschluckt und keinen Kommentar dazu gegeben. Beim Rausgehen hörte ich nur, wie sie lachte und zu ihrer Kollegin sagte, na, das ist ja wohl klar, die bleibt fett. Heute müsste ich der Verkäuferin für diese Aussage danken. Ab hier ging mein Biss richtig los. Am nächsten Tag nahm ich Kontakt mit einer Weight Watchers Beraterin auf. Das Problem war nur, dass die Waage im Treffen bis 150 Kilo ging. Sie machte mir den Vorschlag, mich privat in der Hauptpoststelle auf der Großpaketwaage zu wiegen und dann zu begleiten. Meine Seele brach bei diesem Gespräch so ein und bekam Heulkrämpfe. Nur ich wusste ja, was ich wollte, und ich ging auf diese Waage. Der Coach ließ alle aus dem Bereich entfernen, damit ich meine innerliche Scheu überwinden konnte. Ab diesem Tag gab es eine Zukunft. Es war gerade am Anfang nicht einfach. Vor allem konnten wir mit den Pro-Points erst einmal nur rätseln. Somit musste der Coach den Grundumsatz ausrechnen und arbeitete auch damit. Aber ich nahm stetig ab. Wir hatten dasselbe Wiegen auf der Postwaage ein halbes Jahr später nochmal. Und hier war ich auf 217 Kilo. Als ich das Treffen meines WW-Coaches kam, wog ich genau 149,9 Kilo. Die Blicke der anderen Teilnehmer merkte ich sofort. Nur diese Blicke taten nicht weh, weil viele selbst auch noch am Start ihres Weges waren. Als mein Coach meine Hose, wo ich 240 Kilo wog, rausholte und meine Anfangsgeschichte erzählte, sah ich bei vielen Tränen in den Augen und das Erstaunen, als ich vorkam, um meine Hose abzuholen. Bis zu diesem Tag hatte ich 90,1 Kilo abgenommen. In dieser Zeit hatte ich meine erste Erhaltung schon durch, wo einfach 2 Monate mal ein Abnehmstopp war. Mit der Zeit war ich ein Vorbild, wenn andere aufgeben wollten oder sich Schlechtes einredeten wie, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht. Durch meine Erfahrung wusste ich immer einen Rat oder eine Hilfestellung. Mir fiel meistens auch eine Motivation ein. Als ich 124 Kilo wog, hörte mein Coach aus familiären Gründen mit Weight Watchers Treffen auf und ich konnte mich einfach nicht an den neuen Coach gewöhnen. Irgendetwas blockierte sich in mir. Somit ging ich zwar noch zu diesem Treffen, aber nur noch zum Wiegen. Zum Ende hatte ich 89,1 Kilo auf der Waage und lernte die große Liebe meines Lebens kennen. Nur das Leben machte es mir nicht leicht. Ich erkrankte 3 Mal in 4 Jahren an Krebs, bekam Medikamente, die mich aufschwemmen ließen, und ich nahm zu. Nur ich selbst hatte mir geschworen, dass ich nach der Krebsgenesung das Gewichtsproblem wieder anpacken werde, und das habe ich auch getan. Bei 117,1 Kilo habe ich mich bei Weight Watchers Online angemeldet
Und das tat gut, weil es das Richtige für mich war. Meine Freundin Evelyn unterstützte mich in jeder Abnehmphase meines Abnehmens, da sie selber ein absoluter Fan von Weight Watchers ist. Und meine Freundin Kathi macht mit bei der Abnahme und wir tauschen uns aus wie eine Gruppe. Meine seelischen Stützpfeiler in der Abnahme habe ich. Es geht nicht immer nur alleine oder nach dem Motto, das mache ich selbst. Die Gemeinschaft zieht dich mit. Wenn das Umfeld eingeweiht ist, dann kommt öfters mal ein Motivationsschub oder ein Lob. Selbst wenn man einmal feststeckt, im Denken und in der Abnahme. Irgendjemand bringt dann eine Leiter in dein dunkles Loch und sagt, jetzt geht's aber wieder ans Licht. Das, was ich bei Weight Watchers im Treffen gelernt habe, kann ich in der Online-Zeit wunderbar einsetzen. Ich arbeite mit diesem Wissen, um mein Wunschgewicht auf der Waage zu sehen. Sicherlich, ich müsste bei meiner Größe ein Zielgewicht von 60 Kilo und weniger haben. Aber nein, ich sage, ich höre auf, wenn es für mich genau richtig ist. Und ja, auch ich habe Angst vor dem hängenden Gewebe. Nur wird es dafür dann auch eine Lösung geben. Und mein Mann, meine Liebe, steht hinter mir und sagt, wir schaffen das. Ich möchte euch Lesern mit diesen Gastzeilen auf der Homepage von So Abnehmen Mut machen. Gebt eure Ziele nicht auf. Auch wenn der Weg so weit ist oder auch zu weit erscheint. Steckt euch kleine Ziele ab. Sucht euch Belohnungen aus und macht euch einen Belohnungsplan. Traut euch in die Weight Watchers Gruppe zu gehen und habt keine Angst davor, gerade die Goldmitglieder sind eine große Unterstützung. Jeder Coach weiß, dass es schwer ist, den ersten Schritt zu tun. Fangt an, eure Essgewohnheiten zu hinterfragen und dann zu ändern. Fangt nicht im Kopf damit an. Das kann ich nicht oder das habe ich doch schon immer so gemacht. Es hat dick gemacht und somit ändere es. Diäten funktionieren nicht. Stellt euch den sichtlichen Tatsachen und ändert euren Ernährungsstil. Legt nicht gleich euer Zielgewicht fest, sondern geht euren Weg in kleinen Etappen, Stück für Stück. Lasst die Weight Watchers Formel zu eurer Routine werden. Sie sind das Fundament zu eurem Erfolg, was die Ernährung betrifft. Fangt euer Leben auf eine andere Art und Weise an zu genießen. Und ihr werdet sehen, auch euer Umfeld fällt es dann auf. Und vor allem Dingen trinkt. Denkt an euer Gewebe, denkt an eure Zellen, Wasser ist so hilfreich. Mit diesen Zeilen möchte ich diesen Beitrag nun beenden und wünsche euch einen tollen Erfolg in der Abnahme. Und zum Abschluss, genießt jeden Tag, weil es etwas Kostbares ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich das so höre, was Kathi passiert ist im Buchladen, als sie noch dick war. Das ist, ich weiß nicht, also ich finde es wahnsinnig ergreifend und ich finde es wahnsinnig mutig von ihr, dass sie uns das geschickt hat und dass ich die Geschichte hier mit euch teilen darf. Ja, ich dachte einfach, es motiviert vielleicht auch den einen oder anderen von euch da draußen, heute noch anzufangen. Und ich denke, Kathi hat so viel erreicht und deswegen können wir das auch und auch wir können abnehmen und auch wir können unser Wunschgewicht erreichen. Die ganze Geschichte findet ihr zum Nachlesen auf unserem Blog www.so-abnehmen.info. Ich habe den entsprechenden Blogbeitrag unten in der Infobox verlinkt. Vielleicht schreibt ihr uns auch mal einen Kommentar, was euch besonders motiviert. Sind es die Geschichten anderer oder sind das schöne Bilder von gesundem Essen? Jeder hat was anderes, was ihn zieht. Wenn ihr es wisst, schreibt uns. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man mit anderen teilt, was einen besonders motiviert. Ja, also nochmal vielen Dank, Kathi, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg mit eurer Abnahme, mit Weight Watchers, mit gesundem Essen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!